Hey, heute mal ein bisschen anderes Video als das, was ihr sonst immer von mir kennt, weil heute ist es mal ein bisschen ernsteres Video und nicht ein so happy Video wie sonst. Ich habe ein bisschen was zu sagen. So, ich war jetzt relativ lang nicht mehr wirklich aktiv auf YouTube. Das hat einfach den Grund, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, ich hatte viel Stress wegen Abschlussprüfungen, weil Corona die Ausbildung nicht wirklich einfacher gemacht hat und ja, durch Corona die Ausbildung auch sehr schwierig war. Nichtsdestotrotz habe ich auch in meiner Ausbildung relativ viel gestreamt und ich weiß, dass es normal ist, dass man dann wenig Zuschauer hat und dass man vielleicht auch weniger Kommentare hat und alles. Ich kann das komplett nachvollziehen. Aber ich wäre euch so unendlich dankbar, wenn ihr in den Stream reinkommt, falls ihr Bock drauf habt, oder vielleicht wisst ihr gar nicht, dass ich wieder streame. Auf jeden Fall, ich streame jetzt wieder daily 18 Uhr bis 20:30 Uhr. Und ja, es wäre auf jeden Fall Ehre, wenn ein paar Leute mal zugucken würden, Like da lassen würden, ein paar Kommentare schreiben. Das würde mich absolut freuen. Und das klingt jetzt wahrscheinlich so, als wäre ich so übel geil auf Zuschauer und Follower, aber das ist es definitiv nicht. Es ist einfach der Punkt, wenn man mal gestreamt hat und mehr Zuschauer hat, will man sich immer mehr steigern und mehr steigern und mehr steigern. Und das geht so übel auf die Psyche, das ist Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, ja, okay, ich kann es akzeptieren und ich kann das auch komplett verstehen, aber man ist trotzdem einfach traurig. Und ja, ich weiß, ich bin selber schuld, weil ich habe, wie gesagt, meine Ausbildung jetzt beendet und habe dann einen neuen Job angefangen. Und ich weiß, ich habe dann da gearbeitet im Einzelhandel und musste dann relativ lang immer arbeiten. Und danach streamen war halt sehr schwierig, weil es dann immer schon sehr spät war und mich die Arbeit komplett fertig gemacht hat. Jetzt habe ich einen neuen Job seit 2 Monaten und seit ein bisschen mehr als einem Monat versuche ich wieder aktiv zu streamen. Das heißt wirklich daily 18 Uhr. Beziehungsweise 18:30 Uhr, hin und wieder wird es ein bisschen später, ja, aber dies, das, 18 Uhr circa. Und ja, es sind auch ein paar Leute dabei, ein paar richtig coole, krasse Ehrenmänner. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass entweder YouTube da irgendwie keine Benachrichtigungen rausschickt oder dass einfach die Leute keinen Bock mehr haben. Vielleicht liegt es am Content, ich weiß es nicht. Ich selber feiere Fortnite immer noch voll. Aber was ich auch voll cool finde, ist Fall Guys. Und falls ihr Bock habt, dass ich vielleicht meinen Content ein bisschen umkremple, weil ihr sagt, ja, hey, okay, ich würde auch gerne mal was anderes sehen, nicht nur Fortnite, vielleicht auch Minecraft, vielleicht auch irgendwas anderes, dann gerne, gerne, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann probiere ich auch mal andere Games aus und dann streamen wir andere Games. Genau. Ich wäre auch wirklich sehr dankbar, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wenn ihr vielleicht einen Kommentar schreibt und wenn ihr den Stream bzw. meine Videos teilt in vielleicht WhatsApp, Snapchat, Insta, TikTok, Facebook, wäre ich wirklich, wie gesagt, unglaublich dankbar. Und bitte hatet mich nicht allzu sehr, because es ist wirklich hart. I don't know if irgendjemand weiß, wie das ist, aber es ist übel. Es ist wirklich übel. Ich stehe jeden Tag in der Früh um 6 Uhr auf und gehe zur Arbeit und komme dann nach Hause und dann streame ich. Und auch in meiner Ausbildung bin ich sogar teilweise um 4, halb 5 aufgestanden und habe dann gestreamt bis 21, 22, 23 Uhr. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. Und das hat mich auch übel fertig gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das alles versteht. Wahrscheinlich eher weniger. Aber ich hoffe, ihr könnt das verstehen und ihr hatet mich jetzt nicht allzu sehr. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es ein bisschen sadness Video war. I'm so sorry. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich weiter streamen soll oder nicht, weil wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock mehr auf mich, okay, dann kann ich das verstehen. Ich akzeptiere das dann auch. Und dann will ich euch nicht mit Content oder so nerven, wie gesagt. An alle, die das Video bis zu Ende geguckt haben, thank you very much. Danke, danke. Tschüss.